Ja, wirklich große Kunst erschüttert. Dieses hier ist persische Musik aus der Zeit, als in Persien noch musiziert werden durfte. Eine berühmte Sängerin, Parisa, die heute, wenn überhaupt, verschleiert durch die Gegend darf, aber nicht singen darf. Und das ist hier mein Gruß an meine Freunde in aller Welt, Lichtgeschwindigkeit, Parisa, persische Musik. Und auch mein Gruß an Hertha Müller. Und Hertha Müller ist dann auch mein Gruß an alle meine anderen Freunde hier mit einem kleinen Auszug aus diesem wunderbaren, ebenfalls berührenden Buch Niederungen. Und hier hat der Verlag drauf geschrieben, Nobelpreis für Literatur 2009. In ihrem ersten Buch beschreibt Hertha Müller in eindringlichen Bildern und Szenen das Leben der deutschsprachigen Banatsschwaben im kommunistischen Rumänien. Ein Dorfleben, das nichts Heimeliges hat. Und eine Heimat, die kein Zuhause ist. Hertha Müller schreibt virtuos, man kann es nicht anders sagen, poetisch und eindringlich. Das schwäbische Bad. Es ist Samstagabend. Der Badeofen hat einen glühenden Bauch. Das Lüftungsfenster ist festgeschlossen. In der vergangenen Woche hat der zweijährige Arni wegen der kalten Luft den Schnupfen gehabt. Die Mutter wäscht dem kleinen Arni den Rücken mit einem verwaschenen Höschen. Der kleine Arni schlägt um sich. Die Mutter hebt den kleinen Arni aus der Badewanne. Das arme Kind, sagt der Großvater. So kleine Kinder soll man noch nicht baden, sagt die Großmutter. Die Mutter steigt in die Badewanne. Das Wasser ist noch heiß. Die Seife schäumt. Die Mutter reibt sich graue Nudeln von ihrem Hals. Die Nudeln der Mutter schwimmen auf der Wasseroberfläche. Die Wanne hat einen gelben Rand. Die Mutter steigt aus der Badewanne. Das Wasser ist noch heiß, ruft die Mutter dem Vater zu. Der Vater steigt in die Badewanne. Das Wasser ist warm, die Seife schäumt. Der Vater reibt graue Nudeln von seiner Brust. Die Nudeln des Vaters schwimmen mit den Nudeln der Mutter auf der Wasseroberfläche. Die Wanne hat einen braunen Rand. Der Vater steigt aus der Badewanne. Das Wasser ist noch heiß, ruft der Vater der Großmutter zu. Die Großmutter steigt in die Badewanne. Das Wasser ist lauwarm. Die Seife schäumt. Die Großmutter reibt graue Nudeln von ihren Schultern. Die Nudeln der Großmutter schwimmen mit den Nudeln der Mutter und des Vaters auf der Wasseroberfläche. Die Wanne hat einen schwarzen Rand. Die Großmutter steigt aus der Badewanne. Das Wasser ist noch heiß, ruft die Großmutter dem Großvater zu. Der Großvater steigt in die Badewanne. Das Wasser ist eiskalt. Die Seife schäumt. Der Großvater reibt graue Nudeln von seinen Ellenbogen. Die Nudeln des Großvaters schwimmen mit den Nudeln der Mutter, des Vaters und der Großmutter auf der Wasseroberfläche. Die Großmutter öffnet die Badezimmertür. Die Großmutter schaut in die Badewanne. Die Großmutter sieht den Großvater nicht. Das schwarze Badewasser schwappt über den schwarzen Rand der Badewanne. Der Großvater muss in der Badewanne sein, denkt die Großmutter. Die Großmutter schließt hinter sich die Badezimmertür. Der Großvater lässt das Badewasser aus der Badewanne rinnen. Die Nudeln der Mutter, des Vaters, der Großmutter und des Großvaters kreisen über dem Abfluss. Die schwäbische Familie sitzt frisch gebadet vor dem Bildschirm. Die schwäbische Familie wartet frisch gebadet auf den Samstagabend-Fernsehfilm. Ja, das ist meine Karfreitaggeschichte hier zum Gruße an alle Wohlmeinenden. Danke für den Aufruf in der Lichtgeschwindigkeit am 29. März, Karfreitag 2013 aus Köln.